Hallo, ihr Lieben. Ihr könnt das auch nicht mehr erwarten. Ich kann es auch nicht mehr erwarten. Ich muss jetzt unbedingt die Masterboards von der Petra auspacken. Petra alias Pia Kupferkunst. Das Sender Graz hat eine wunderschöne Karte geschrieben. Und jetzt geht's los. Ich drehe die jetzt um. Also, weil da ist noch ein Stempel, hat sie da drauf gemacht. PK. Also, sie macht Stempel selber. Müssen wir unbedingt auf ihrem Kanal durchgucken und euch das angucken. Und Senna, das war schon das Erste. Das habe ich als Erstes entdeckt und auf den ersten Blick habe ich gar nicht gemerkt, dass das schon weihnachtlich ist. Auf der zweiten habe ich es dann gemerkt und das sind so mega tolle Farben. Und ihr habt es jetzt vielleicht wahrscheinlich schon in ihrem Video gesehen, wo sie gezeigt hat und erklärt hat, wie sie es gemacht hat. Aber in live, ich sag's euch, sieht es noch tausendmal schöner aus. Wahnsinn, das war das erste Masterboard. Und es hat mich schon mal umgehauen total. Und dann kam das. Wow. Total andere Farbe sehen, oder? Diese Schmetterlinge, diese Harlequins, das Gold da drauf, Strukturpaste war drauf. Dann habe ich irgendwann die Frau rechts entdeckt. Dann habe ich entdeckt, dass Ticketstempel drauf sind. Also auf so einem Masterboard kann man so viel entdecken. Wahnsinn. Ja, und dann geht's halt los. Was macht man jetzt da draus? Die Petra hat mir die Masterboards in Hochkant gemacht. Und Hochkant kam mir jetzt ehrlich gesagt sehr gelegen, weil ich war kurz davor, mit meinem Mann nochmal 2 Tage auf einen Kurztrip zu gehen. Ja, habe ich ihm geschenkt zu seinem 60. Geburtstag. 2 Tage sind wir nach Trier gefahren. Und dafür wollte ich ein Miniatur-Journal mitnehmen, so im Stil so Traveler's Notebook-mäßig. Und ich habe noch nie ein Traveler's Notebook gemacht. Das ist vom Format her eben eher hochkant. Und von so her ist mir jetzt das Format, was ich da bekommen habe von der Petra, das war nicht abgesprochen, ist mir das total entgegengekommen. Weil ein Traveler's Notebook, wie gesagt, ich weiß nicht, also ihr kennt euch vielleicht aus, also ich weiß nur, die sind eher hochkant als wie irgendwie Querformat oder so und die sind auch schmal. So. Und jetzt habe ich mal geguckt, was habe ich noch an Papier, weil da muss natürlich Papier rein, weil ich schreibe ja wie immer viel in meine Journals, das wissen wir ja. Und jetzt habe ich einfach mal geguckt, was ich noch an kaffeegefärbte Papiere habe und habe mir überlegt, ja, so in etwa in der Höhe möchte ich es haben. Jetzt habe ich so DIN A5 Papierle gefunden. Und das hat für mich jetzt die perfekte Höhe gehabt. 22 ist das Papier hoch gewesen. Und das Notebook, ich zeichne mir das jetzt an, mache ich jetzt so 22,2 oder so. Und da habe ich so ein kleiner Hebelschneider mir gegönnt, weil ja, sowas hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung von Schneidgeräten. Der ist recht handlich, muss ich sagen. Ich bin gerade ein bisschen begeistert von dem. Ja. Also jetzt habe ich mir schon mal die Höhe quasi zurechtgeschnitten und jetzt markiere ich mir schon mal die Mitte. Das gibt ein ganz einfaches Journal. Ihr müsst euch das vorstellen, ich wollte ja nichts Riesiges. Ne, es gibt eins mit nur einer Signatur und ohne Schnickschnack. Was wir gerade hier sehen, ich falze hier ein bisschen jetzt vor. Da habe ich das Lineal genommen und ich habe da so ein kleines Werkzeug, da ist so eine Kugel hinter dran. Und da falze ich mir quasi das vor, damit ich es besser knicken kann in der Mitte. Und dann hatte ich jetzt noch ein Stück von dem Masterboard übrig und das ist ja viel zu schade, um das irgendwie am Ende wegzuwerfen oder so. Darum dachte ich gleich, da mache ich eine Tasche mit. Ja, jetzt habe ich das schon mal distresst und immer wenn ich das so in der Hand gehabt habe, habe ich gemerkt, es ist schon ein bisschen an der Ecke, ein bisschen hart. Weil wenn ihr so viele Lager auf so ein Masterboard drauf macht, dann wird es schon hart. Darum habe ich jetzt mit so einer Ecke runter, habe ich jetzt schön die Ecke rund gemacht. Jetzt ist es viel angenehmer zum Anfassen. Ja, da soll diese Tasche rein und sehen, dass die Innenseite ist viel zu hell. Also, der nächste Plan war da jetzt, das Ganze innen zu verkleiden. Und was nehme ich da? Habe ich mich direkt erinnert an meine Jelly Plate Drucke. Also, ich habe schon mal Jelly Plate Drucke gemacht und die habe ich gehortet. Und da habe ich mir geschworen, nee, das mache ich nicht mehr. Ich benutze die einfach, weil für was haben wir das denn gemacht? Ja, und ich habe da wirklich eine große Auswahl und ich freue mich total, dass ich die jetzt wieder da, ja, benutzen kann, weil das ist einfach
eine einfache Sache und es sieht toll aus. Und da mache ich jetzt auf der Innenseite quasi auch so eine Art Masterboard, aber nur mit meiner Jelly Plate Drucke. Seht ihr das? Und ich mache das alles mit ganz normalem Uhu-Stift fest. Also, nee, ich habe kein Uhu gerade, ich habe, weiß gar nicht, von Stanger, glaube ich, habe ich so einen Klebestift. Es klappt wunderbar. Und ja, jetzt habe ich schon alles beklebt, außer da, wo die Petra mir den schönen Stempel hingemacht hat. Das habe ich natürlich erhalten. Ja, und jetzt gehe ich schon durch meine ganze Körbchen durch mit meinen ganzen Papieren. Und das macht immer viel Spaß, finde ich, wenn man da wieder durchguckt, weil ich mache nicht jeden Tag ein Journal, gell? Also dann findet man wieder die ganze Sache, die man schon so im Laufe der Zeit gesammelt hat. Und ja, da sammelt man sich dann einfach ein bisschen Papier zusammen, wo man denkt, ja, das könnte man benutzen. Und ich liebe halt alte Vintage-Papiere. Und wie gesagt, ich habe ein Körbchen mit eher Buchseite, das haben wir gerade gesehen, das ist auch so ein bisschen Musikpapier dabei. Diese Seite, die war es jetzt zum Beispiel vom Musikpapier und das war die erste Seite, mit der ich angefangen habe. Die habe ich mir jetzt von der Höhe her einfach ausgerichtet und dann habe ich die unter eingeklappt auf die Höhe und die Breite hat ja gestimmt. Und das ist jetzt quasi meine Musterseite, an der habe ich mich jetzt orientiert. Und alle Seiten, die größer waren oder breiter waren wie das jetzt, das wurde halt dann abgerissen. Ich habe mir die Seite zurecht gerissen, ja, oder zurecht gefaltet, je nachdem. In der Höhe und in der Breite. Bei dem schönen Papier dann mit der schönen alten Kinderschrift, ja, da habe ich ein, das ist die Schrift, die ich immer schreibe. Das habe ich doch gelernt in der Schule früher. Ja. Ja, und jetzt habe ich schon mal grob einfach ein paar Seiten zusammen. Ich meine, meistens habe ich dann zu viel oder ja, ich weiß auch nicht. Dann denke ich, oh, ich mache noch ein bisschen so Tüte dazwischen. Ist ja auch immer ganz geschickt, gerade wenn man im Urlaub ist und man hat irgendein, was weiß ich, vom Restaurant die Rechnung oder so und möchte die aufbewahren. Dann ist so Tütle immer nicht schlecht, wenn man sowas hat. Also habe ich das Tütle mit eingebaut und dann blättert man halt ein paar Mal durch, guckt, dass da nichts rausguckt am besten. Einen Briefumschlag habe ich jetzt noch dazu gemacht für am Anfang. Und ja, und jetzt tut man so ein bisschen halt, ja, wie es einem am besten gefällt. Das ist halt immer so ein bisschen, da muss man ein paar Mal durchblättern und dann verschiebt man vielleicht mal wieder eine Seite oder so. Aber irgendwann denkt man dann, oh ja, so können wir es jetzt mal lassen. Ja. Und ja, da gehe ich jetzt nochmal durch. Ihr seht, da habe ich auch so von meinem Kalender eine Seite drinnen gehabt. Passend zum Oktober, das war eine Oktoberseite. Ja, und jetzt bin ich mit meinem Täschle, was auf die Innenseite sollte, an die Nähmaschine gesprungen und habe da, ich habe gerade blauer Faden immer noch drin und das passt super zu diesem Masterboard. Und da habe ich jetzt einfach wie so U-förmig drumherum genäht. Also nicht ringsrum, eine Seite habe ich offen gelassen, weil das soll hinterher aussehen, wie wenn ich das eingenäht hätte. Mache ich aber nicht. Ich mache das nur so, als ob. Sehen wir, weil ich nähe da gar nichts zusammen. Ich habe die Seite jetzt nur separat genäht, nur damit der Faden drauf ist, weil mir das einfach sehr gut gefällt. Aber mit dem Journal selber bin ich dann auch noch an die Nähmaschine. Und da habe ich jetzt einfach, sehen wir, zickzack drumherum genäht. Und ihr müsst, wenn ihr mit der Nähmaschine näht, gar nicht da irgendwie rumreißen am Papier. Das zieht euch ganz von alleine ganz gerade das Papier ein. Das kann eure Nähmaschine, derer braun oder nicht, irgendwie krampfhaft am Papier euch festkralle oder so. Das macht nur Probleme. Lasst die Maschine einfach laufen. Das Einzige, wo die Maschine euch braucht, ist, wenn es um die Ecke geht. Da müssen dann natürlich das Füßle lupfen. Am besten so, dass die Nadel drin ist. Und dann können wir wieder weitermachen. Und jetzt können wir das sehen. Ich habe quasi zweimal so ein Rechteck reingenäht. Eins für die Vorderseite und eins für die Rückseite. Das ist nichts anderes wie eine Art, ich sage jetzt mal, wie ein Bilderrahmen sieht das ein bisschen aus. Und so hat mir das ganz gut gefallen. Also das ist jetzt, das wird die Vorderseite von meinem Journal und das wird die Rückseite. Und das Täschle dürfen wir nicht vergessen. Das Täschle habe ich jetzt mit meinem, wie immer, doppelseitige Klebeband-Szenerin. In jedem Video-Szenerin, das habe ich das jetzt da reingeklebt.
Es sieht jetzt aus, wie wenn ich es mit festgenäht hätte, was ja nicht stimmt. Ne? Das Täschchen ist nur geklebt. Und hier ist mein Körbchen mit meinen Lieblingsbändern. Und da habe ich so eine, ja, so ein Gummiband drin. Das habe ich mir geschenkt bekommen, mein Happy Mail. Und ich kann da nichts, fast nichts wegschmeißen. Das habe ich aufgehoben und habe gedacht, irgendwann kommst du mal dran. Ja, und heute ist soweit. Heute mache ich noch irgendwas mit dem Gummiband, aber das kommt erst später. So, ihr seht, ich bin schon wieder an meine Papierle dran. Da habe ich jetzt noch so ein, das ist so ein bisschen festeres Material. Das war mal so ein Karte-Rolling oder so. Ich weiß gar nicht, hat vorne eben so ein Bilderrahmen-Optik. Und da habe ich gemerkt, das guckt ein bisschen vorwitzig raus. Da habe ich es jetzt nochmal rausgeholt und habe mir das nochmal so ein bisschen schmaler geschnitten. Jetzt müsste es passen, sodass es nirgends mehr rausguckt. So, jetzt schiebe ich das alles ein bisschen noch hin und her, weil jetzt geht es gleich dran, dass man die ganze Sache festnähe. Und diesmal, ich nehme wieder mein Buchbinder-Werkzeug, was ich da mal gekauft habe für knappe 10 Euro. Und das Einzigste, was ich jetzt heute nehme, sind diese große Büroklammern. Eine habe ich von der Petra geschenkt kriegt. Und jetzt nehme ich meinen Bodenfolder und drücke das fest in den Falz rein. Meine Aale. Und diesmal werde ich es mit diesem weißen Schnürle machen. Und wenn ihr jetzt gemerkt habt ihr vielleicht bemerkt, Susannchen hat noch gar keine Schablone gezeichnet. Ja, brauchen wir nicht. Man könnte das auch total ohne Schablone machen. Man muss nicht immer so kompliziert denken. Ich mache wieder einen Fünflochstich und das heißt einfach, ich brauche fünf Löcher. Und ob das Loch jetzt 100% hier in der Mitte hockt oder nicht, ja, wen juckt's? Das ist vollkommen Schnuppe. Ich habe jetzt in der Mitte ein Loch gemacht und ich mache zwei Löcher in die eine Richtung und zwei Löcher in die andere Richtung, ohne irgendwas ausgemessen zu haben oder sonst wie. Und ich fange jetzt wie immer von innen an, von innen nach außen. Ich mache das ein bisschen fest, dass mir der Faden abhaut. Und dann geht's los. Es gibt quasi wie eine 8 nach oben. Also quasi wieder rein, dann wieder raus, dann wieder rein, dann wieder raus. Ihr habt das schon ganz oft auf meinem Kanal gesehen. Aber für alle, die neu sind, für euch verlinke ich nochmal ein separates Video, wo ich diesen Fünflochstich ganz ausführlich zeige und auch erkläre. Das ist ja jetzt nur die schnelle Version, weil die meisten von meine Zuschauer kennen das eigentlich schon. Aber wie gesagt, für alle, die anfangen und nicht wissen, wie man im Journal die Signatur einbindet, für euch verlinke ich nochmal das Video und drunter könnt ihr euch das nochmal ganz in Ruhe angucken und auch nachmachen. Es gibt übrigens auch ein Video mit dem Dreilochstich, der ist noch einfacher. Also wenn du wirklich Anfänger bist, dann fängst du mit dem Dreilochstich vielleicht an und dann beim nächsten Mal machst du den Fünflochstich, der ist einfacher. Da muss ich jetzt mit einem Faden, quasi bei dem Faden, der von oben nach unten kommt, geht man mit einem Faden auf die rechte Seite, mit dem anderen auf die linke Seite und jetzt verknotet man das noch. Und ich mache ganz so Schleifle drauf und das ist jetzt schon eingebunden. Die Signatur ist fertig, die Papiere sind jetzt fest. Mehr ist das mit der Signatur einnähe, mehr ist das nicht. Das ist eine Sache vielleicht von, was sage ich jetzt, höchstens 5 Minuten oder so. Aber jetzt mache ich an das Journal noch einen Verschluss dran. Und ich habe schon mal so einen Verschluss gemacht mit einem Knopf. Das größte Problem da dabei ist, welcher Knopf? Ich habe so viele Knöpfe, ich habe eine Weile gesucht und dann habe ich den hier gefunden. Guckt euch den an. Das ist ein Knopf aus Pappe. Und den habe ich von irgendjemand von euch geschenkt bekommen in einem Happy Mail. Und ich weiß es leider nicht mehr von wem, aber ich sage nochmal vielen herzlichen Dank. Das ist das perfekte Knöpfle, genau für dieses Journal, weil das passt so toll dazu. Ich habe es von innen angezeichnet und ich habe schon die Löcher vorgebohrt. Und jetzt nehme ich nochmal gerade so einen Wachsfaden und fange jetzt einfach an, das Knöpfle anzunähen. Also ihr habt gesehen, ich bin von innen rausgekommen. Durchs Knöpfle durch, durchs andere Loch vom Knöpfle wieder zurück. Und das mache ich jetzt genau nochmal. Ich gehe wieder durch die Löcher durch und nähe das jetzt nochmal fest. Doppelt hält besser, ihr wisst Bescheid. Aber dreifache ist noch besser. Aber das Dreifache wird jetzt nicht nochmal durch den Knopf genäht, sondern jetzt gehe ich unterm Knopf raus,
fahre ein paar Mal ums Knöpfle drumherum und gehe durch die andere Öffnung wieder zurück. Das ist ein bisschen gefummelt, da müssen wir wirklich euch Zeit geben und dann gucken. Ja, aber ich habe es dann irgendwann auch getroffen und dann komme ich wieder nach innen und jetzt mache ich einfach Knoten drauf. Und so ist jetzt der Knopf festgemacht und durch das, dass man ein paar Mal mit einem Schnürle drumherum das gewickelt hin, hat, wie sage ich jetzt, hat der Knopf ein bisschen so einen Abstand bekommen zum Papier. Und das ist wichtig, weil jetzt mache ich die Sache mit dem Gummiband. Und da gehe ich jetzt auf die Rückseite von meinem Masterboard und ich habe hier mein Crocodile, heißt das Ding. Ich sage immer Krokodil, das Ding heißt Crocodile. Und da mache ich jetzt tatsächliche Öse rein. Da habe ich jetzt erst die Löcher zu klein gemacht, aber das hat ja zwei Möglichkeiten, Löcher zu machen, kleine Löcher und größere. Habe mich dann doch für die größeren Löcher entschieden und habe jetzt so eine Metallöse reingemacht und die drücke ich jetzt fest. Das kann man alles mit diesem Gerät machen. Also Löcherstanze und die Öse dann hinterher auch reinstanze. Ja, und jetzt kommt schon die Schnürle. Ich nehme das Silber, ne? Weil das passt perfekt zu dem Masterboard von der Petra. Und ihr habt es gesehen, ich bin hinter durchgegangen und jetzt vorne gehe ich so einmal so ein bisschen um das Knöpfle drum rum und jetzt muss ich halt überlegen, wie lange mache ich das jetzt? Und ich gebe da schon eine gute Länge, weil das soll für mich flexibel sein. Ich mache jetzt einen ganz einfachen, schlichter Knoten drauf, ich ziehe den auch fest und ich tue den einfach hinter den Knopf stecken, das Band jetzt. Und so ist der Verschluss ganz, ganz schnell fertig. Und wenn ihr dann in dem Journal was schreiben wollt, zack, Band auf, Journal ist auf, euch fällt nichts raus. Oder jetzt, ich war ja jetzt schon im Urlaub, ich bin schon wieder zurück, wo ich das Voice-Over mache. Und ich habe es ja dabei gehabt und ich kann euch sagen, das mit dem Gummiband ist so perfekt. Weil überall, wo ihr seid, wenn ihr ein Papier sammelt, wo ihr später irgendwo einbauen möchtet, dann habe ich das einfach Gummiband auf, habe es dann reingesteckt. Egal, ob es die Rechnung war vom Hotel oder sonst was, steckt alles da drin. Und jetzt Gummiband wieder zugemacht und gut war's. Ja, und jetzt mache ich noch die Charms hin. Die zwei Charms, die habe ich bekommen ja von der Petra. Die sind ganz am Anfang an den Masterboards dran gehängt. Das Scherle und dieses Gießkännle und die sind so süß. Und die will ich natürlich behalten als Erinnerung an diese Challenge. Weil das Masterboard ja von der Petra ist. Die hat Petra für mich gemacht. Ja, und ja, jetzt blätter ich noch mal kurz durch. Ihr seht, es ist echt eine bunte Mischung an Papier, an kaffeegefärbtem Papier, Buchseide, Musikpapier, Briefumschlag. Das ist der Stempel von der Petra, der schöne, den ich erhalte und das Knöpfle. Ja, fast schon perfekt. Und dann ist mir eingekommen, ich könnte ja da noch so ein Label dann drauf machen. Und so ein Label drauf machen, das kann man ja, da gibt es ja solche Metall, wie sage ich so, Metallschilder. Das habe ich schon mal benutzt und ich mag die auch total gern. Und das hole ich jetzt dann gleich, so ein Metallschild, weil da möchte ich das drauf machen. Da oben, wo die Vögel sind, da wird es jetzt drauf kommen, weil die irgendwie haben mich die Vögel da oben. Ich finde Vögel süß, aber irgendwie haben sie mich da gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und darum suche ich jetzt in meinem Körbchen mit meinen Stoffe irgendein Stöffle dazu, wo ich denke, das ist relativ neutral. Das ist das Stöffchen, was ich da mal selber bedruckt habe. Und ja, da habe ich noch so ein bisschen kleine Stücke davon und das sollte es jetzt sein. Und ja, ich habe so ein paar Fäden rausgerissen, dass es ein bisschen grungiger aussieht. Und das kombiniere ich jetzt aber mit noch einem weiteren Stöffchen. Habe ich nochmal gesucht in meinem Krustelkistle. Dann habe ich ein Stöffle gefunden. Das da. Das liebe ich auch total. Und das ist so ein braunes Sender, das mit so weißen Pünktle. Und da war ich mal im sozialen Kaufhaus. Habe ich ganz viele Taschenbücher und so von mir abgegeben. Und ich gehe dann aber immer selber bei denen durch und gucke halt, was die noch so haben. Und dann habe ich so einen Schal gefunden, eben dieser braune mit einer weißen Tüpfchen. Und dann habe ich gleich gedacht, du gehst mit, du gefällst mir und du wirst mir ganz tolle Bändele und alles Mögliche machen. Und es ist auch so, das sieht echt mega toll aus.
Und dann sehen wir jetzt, wie ich das miteinander verbinde. Ah, ich war übrigens mittlerweile an der Nähmaschine, habe die Stoffe miteinander verbunden. Und das Metallschild mache ich fest, einfach mit solchen Bretts, mit so Mini-Bretts, wie heißt die? Ja, die Dinger, wo hinter diese kleinen Flügel hängen. Da gehe ich einfach durch. Ich habe es mir vorher durchgepikst, den Stoff. Aber es braucht noch nicht. Ihr könnt auch mit diesem Mini-Bread da durch. Die sind recht spitz, diese Flügel. Müssen auch aufpassen. Darum nehme ich da gerne auch dieses Werkzeug zur Hilfe. Und so befestige ich das miteinander. Mehr ist das nicht. Da ist kein Klebstoff jetzt. Bis jetzt noch nichts drin. Und da ist der Schlitz quasi offen, wo ein Papier jetzt rein kann. Papier muss ich mir noch machen. Da habe ich jetzt in meinem Kistle geguckt und habe dieses schöne alte Buchseidepapier da noch gefunden. Das habe ich mir erstmal doppelt geklebt, dass er ein bisschen Stabilität bekommt. Und habe es mir jetzt so von der Größe her zurechtgeschnitten. Und da schreibe ich jetzt mit Druckbuchstabe drauf Oktober 2022. Das war mir jetzt noch ein bisschen zu dünn. Darum habe ich jetzt nochmal einen Stift genommen und habe so ein bisschen das Oktober verstärkt. Jetzt hat mir das schon besser gefallen, jetzt war es einfach ein bisschen sichtbarer. Und es kommt da oben drauf, ja, dass ich auch noch in 3 Jahren weiß, ah, das war der Oktober 2022. Ja, und jetzt sind wir da schon fertig. So sieht es aus. Da ist bis jetzt noch nichts drin passiert, aber bis ich dann im Urlaub war, habe ich schon vorher angefangen, ein bisschen was drin zu machen. Vielleicht mal noch ein Video, wo ich euch dann noch zeige, was drin jetzt mittlerweile alles passiert ist. Könnte passieren, müssen nur noch ein bisschen geduldig sein. Aber ich kann es euch jetzt schon sagen, ich liebe es heiß und innig. Also ich habe mich wirklich, ich habe es im Urlaub tatsächlich Zeit gefunden und habe da drin schon mal angefangen, ein paar Seiten zu gestalten. Und es ist toll. Es ist ein tolles Format. Es ist mein erstes Travelers Notebook, wie gesagt. Und es ist einfach handlich und es passt in die Handtasche. Und ja, einfach schön. Richtig schön, das ist garantiert nicht mein letztes, das habe ich mir vorgenommen. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Bilder von Trier, falls ihr noch nie in Trier wart. Also es ist eine Reise wert, es ist wunderschön. Also wir wären leider, leider voll Regen gehabt, aber wirklich schlimm. Also unsere Schuhe sind gar nicht mit trocken geworden. Aber wir wären garantiert mal wieder herkommen. Das war wirklich, wirklich toll. Und da gibt es so viel zu entdecken, so toll ist die älteste Stadt in Deutschland und ja, traumhaft schön, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich habe gebucht über Tchibo übrigens, falls euch das interessiert. Ja, also ist keine Schleichwerbung, ist das, ich bin nicht bezahlt worden, also ich habe selber mein Mann geschenkt zum 60. Geburtstag, genau, 2 Tage in Trier. Und der kleine Lenny duft natürlich auch mit und das Journal natürlich auch. So, jetzt wünsche ich euch was und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, lecker.